Also wenn ich mein Gefühl beschreibe zum Thema Schule generell, dann muss ich eigentlich weit ausholen. Denn für mich war schon in der Volksschule klar, ich will in der Schule bleiben, ich will Lehrer werden. Ich bin sehr gerne in die eigene Schule gegangen und ich gehe wahnsinnig gerne in diese Schule. Es ist ein sehr, sehr vertrauter Platz für mich, in dem, dass ich schon Schüler hier war und jetzt als Lehrer kann ich sagen, ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens eigentlich hier verbracht. Die Zusammenarbeit am Gymnasium Wieselburg zeichnet sich nach dem Feedback der Eltern und Schüler durch eine hohe Wertschätzung untereinander aus. Ein sehr wertschätzender Umgang von beiden Seiten auf Augenhöhe. Also die Beziehungsbasis ist für mich persönlich und auch für die Schule ein ganz wesentlicher Punkt. Je harmonischer sozusagen auch diese Beziehung ist, desto besser ist das Lernklima insgesamt. Also es muss irgendwie Einheit passieren zwischen mir und den Schülern. Also dann kann man ganz viele tolle Sachen machen. Man muss da irgendwie zusammenwachsen. Mehr als nur eine reine berufliche Verbindung, die wir hier haben. Also Schule ist ja nicht nur Fächer, nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch Gemeinschaft und eben auch diese Vorbereitung auf das Leben. Also wenn ich denke, wir haben Kinder von 10 Jahren, manche sind sogar erst 9, wenn sie zu uns kommen, bis hin zu 19, 18 Jahren, wenn sie dann die Schule verlassen, dann gibt es da zwei so Höhepunkte, die für mich immer ganz besonders berührend sind. Das ist der Schulanfang, wenn die Kinder nach der vierten Volksschule ganz aufgeregt, zum Teil verschreckt, manche aber auch schon ein bisschen vorlaut und keck, jetzt in der Schule im Gymnasium angekommen sind und dann steht man bei der Matura, beim Maturaball und die Polonaise, die Eröffnung des Balles beginnt. Und dann sieht man die jungen Damen in dem weißen Kleid, die Herren mit Anzug und Marschall und man hat junge erwachsene Menschen, fein gekleidet und einfach in einem ganz besonderen Anlass. Und da wird einem richtig bewusst, wie schön es ist, junge Menschen zu begleiten von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter. Sie verbringen eigentlich bei uns die halbe Zeit ihres Lebens, ne? Wenn sie mit 9 kommen und mit 18 gehen und wir merken, wie sie heranreifen, ihre Schwierigkeiten in der Pubertät haben und dann langsam sehen wir, ja, jetzt werden Erwachsene aus ihnen und beim Ball sind sie es dann schon. Also das ist wirklich ganz was Schönes, dass es sonst nirgends gibt und das ich besonders genieße.